Wo ist Deutschland? Genau! Und wo ist Ecuador, Nanjuri? Genau. Und wer kommt aus Ecuador? Genau. Vor gut einem halben Jahr ist Maria aus Südamerika nach Deutschland gekommen. Im Rahmen des entwicklungspolitischen Freiwilligendienstes weltwärts arbeitet sie in einem Kindergarten in Biesenthal, nordöstlich von Berlin. Nicht nur das kalte Wetter ist neu für die Freiwillige aus Ecuador. Auch in der Naturkita läuft vieles anders als zu Hause. Ich liebe meine Aufgaben hier in der Kita und meine Zeit mit den Kindern zu verbringen. Ich finde die Erziehung hier ganz interessant, weil die Kinder hier sind so frei, und sich also zu entscheiden, was sie machen wollen. Und das finde ich gut. Lange funktionierte weltwärts nur in eine Richtung. Junge Menschen aus Deutschland engagierten sich in Entwicklungs- und Schwellenländern. Im Jahr 2014 konnten die ersten internationalen Freiwilligen nach Deutschland kommen. Jetzt wurde die Zahl dieser sogenannten Süd-Nord-Freiwilligen von 150 auf 250 pro Jahr erhöht. So können noch mehr junge Menschen wie Maria Erfahrungen sammeln und etwas von ihrer Kultur weitergeben. Sie bringt ganz viele tolle Sachen mit. Insbesondere die Kinder, finde ich, lieben sie. Gerade ein anderer Kulturkreis bringt andere Ideen, andere Traditionen, einen anderen Umgang mit. Ich wünschte, dass wir öfter jemanden so hätten. Nicht nur aus Ecuador, auch aus Peru, Indien, Georgien oder aus Afrika kommen inzwischen weltwärts Freiwillige zu einem Auslandsjahr nach Deutschland. Und die Länderliste wächst stetig. Bei Vorbereitungsseminaren oder hier im Rahmen einer Großveranstaltung des Bundesministeriums für Entwicklung und Zusammenarbeit in Berlin können sich die Freiwilligen begegnen und austauschen. Die Einsatzplätze stehen vornehmlich im sozialen Bereich, in der Bildungsarbeit oder auch im Umfeld nachhaltiger Landwirtschaft zur Verfügung. Weltwärts Freiwillige aus den Partnerländern zukünftig verstärkt aufzunehmen, ist Entwicklungsminister Gerd Müller besonders wichtig. Where are you from? Ich komme aus Kamerun. Das Projekt Weltwärts wird bei mir nicht nur gefördert, sondern wir werden das auf der Basis der Erfahrungen in den nächsten Jahren ausbauen. Sie sind zu Hause dann unsere Botschafter. Wir möchten, dass noch viel mehr aus Ihren Staaten zu uns kommt. Und dann anschließend sagen, es war sehr schön in Deutschland, nur das Wetter ist schlecht. Germany is a very developed country and I think that for developing countries it's very important to study from developed countries. Apart from it, I like Germany, people here, language. Everything is very systematic. That's what I experienced here. It's something very different and something that I want to take back to India. And when I go back to Cameroon, I think I'm going to try to incorporate based on our system, what I've learned in Germany and how things are being done here so as to improve on the standards. Back in Nigeria, I'm a teacher, I teach in a school, and here in my project, I teach in a school too. So the different method of teaching is superb and I love it so much because here they teach and after not just teaching, they have practicals. They listen to CDs and they have to do something for the student to know exactly what they are doing. And I think I know that that is really, really great. And when I go back to Nigeria, I have to go back to my teaching and also the experience I have gathered here, I have to put it into use in Africa. I really love the teaching method. It's superb. I love it. Wir lernen viel von den Freiwilligen, den Süd-Nord-Freiwilligen, die jetzt zu uns nach Deutschland gekommen sind. Die bringen ihre Expertise, ihre Erfahrungen der Heimatländer und auch der Entsenderorganisation mit. Und da bekommen wir wahnsinnig viel Denkanstöße, Anstöße zum Austausch, zur Begegnung und auch zur Weiterentwicklung der eigenen Arbeit. Und auf der anderen Seite bringen die Freiwilligen, die jetzt hier bei uns in Deutschland sind, nach ihrer Rückkehr natürlich auch ihre hier gewonnenen Erfahrungen und Eindrücke mit in die Zivilgesellschaft in ihren Heimatländern. Brot für die Welt ist nur eine von insgesamt 53 Aufnahmeorganisationen, die sich inzwischen um die Vermittlung von weltwärts Freiwilligen aus Schwellen- und Entwicklungsländern kümmern. Alexa Brandt hat Marias Einsatz in der Naturkita in Biesenthal ermöglicht. Hallo,
Also man denkt ja so, ach ja, Freiwilligendienst haben wir schon seit 7 Jahren gemacht, aber halt immer nur in die eine Richtung. Und jetzt ist einfach ganz aufregend, was alles Neues passiert. Also wir kriegen ganz viel auch neue Ideen von, was bedeutet eigentlich für die Entwicklung, was bedeutet Armut, was bedeutet ihr Freiwilligeneinsatz hier für sie, was wollen sie mitnehmen nach Ecuador. Also es ist sehr spannend, mit denen zu interagieren. Weltweit bringt die Welt ein Stück mehr zusammen. Das gilt von Deutschland in die Partnerländer und auch umgekehrt. Entwicklungszusammenarbeit ist eben keine Einbahnstraße.